Hallo liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Im heutigen Video geht es um ein paar ganz tolle Bücher, also ich hoffe, sie werden ganz toll, die im ersten Halbjahr des Jahres 2024 erscheinen, also ja, die Neuerscheinungen für das nächste halbe Jahr. Das sind natürlich bei weitem nicht alle Bücher, die erscheinen werden und es sind wahrscheinlich auch keine Geheimtipps, weil die meisten Bücher in großen Verlagen erscheinen. Aber das ist eine kleine Auswahl an Büchern, die mich persönlich sehr interessieren, von denen ich mir erhoffe, dass ich sie auf jeden Fall alle lesen werde. Kleine Bemerkung zwischendurch, ihr könnt sehen, das Setting hier ist schon wieder anders. Ja, das ist eine Story für ein anderes Mal, denn ich wohne aktuell gerade wieder an einem anderen Ort, aber ja, das erzähle ich euch vielleicht sonst irgendwann mal. Ich habe hier meinen Laptop neben mir, also wenn ich die ganze Zeit so schräg nach unten schaue, dann ja, lese ich mir hier die Infos von den Büchern direkt vom Laptop ab. Also, starten wir doch gleich mit den Neuerscheinungen. Zuerst habe ich ein paar Reihenfortsetzungen, die ich gerne mit euch teilen möchte. Ja, einige von euch haben diese Bücher vielleicht gelesen, also die ersten Bände davon. Wenn nicht, dann sind das alles Bücher, die ihr ja auf jeden Fall lesen solltet, beziehungsweise Bücher, die ich euch sehr, sehr, sehr ans Herz legen kann. Und die erste Neuerscheinung, die ich euch gerne zeigen möchte, erscheint am 29. Mai, also es geht doch noch einen Moment. Und zwar ist das Das Reich der Verdammten von Jay Kristoff. Das ist der zweite Teil in der Reich der Vampire-Reihe. Ja, das war 2022 mein absolutes Jahreshighlight. Und jetzt, ja, in einem halben Jahr geht's endlich mit dem zweiten Teil weiter. Und falls ihr Das Reich der Vampire, also den ersten Band, noch nicht kennt, das ist ein etwas anderer Vampirroman, denn er ist düster, er ist mitreißend, er ist bedrückend, er ist melancholisch, er ist so voller Gefühle, positiver und negativer, er ist irgendwie erdrückend, aber irgendwie auch beflügelnd und es ist einfach eins meiner absoluten Lieblingsbücher überhaupt. Also Das Reich der Vampire, schaut es euch genauer an. Falls ihr das Buch gemocht habt, dann am 29. Mai geht es endlich mit Das Reich der Verdammten weiter. Das nächste Buch, das ich so, 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 so gerne jetzt direkt lesen möchte, weil das erste Buch einfach so ein Feel-Good-Buch war. Und zwar erscheint am 18. April von Travis Baldry Bücher und Barbaren. Das ist der zweite Teil in der Viv-Chroniken-Reihe. Also das ist die Fortsetzung von Magie und Milchscham oder Legends and Lattes. Ich bin ehrlich, ich weiß gar nicht, inwiefern Bücher und Barbaren zu der Reihe gehört, ob das jetzt zeitlich vor Magie und Milchscham spielt, ob das zeitlich danach spielt, ob einfach die Protagonistin Viv dieselbe ist, aber die Bücher völlig unabhängig sind. Ich bin ehrlich, ich habe da gar nicht so den Durchblick, aber in Bücher und Barbaren geht es auf jeden Fall wieder um Viv, eine Ork-Kriegerin, die, ich glaube, wegen einem Unfall ihr Ork, also ihr Kriegerdasein an den Nagel hängen muss und dann ja eine Buchhandlung eröffnet. Also bestimmt ein Thema, das vielen von uns zusagen wird. Ich bin sehr gespannt auf das Buch, weil, wie gesagt, Magie und Milchschaum war so, so eine tolle Feel-Good-Geschichte. Das ist ja eins meiner Highlights 2023. Ich habe das Buch so geliebt, deswegen freue ich mich, dass bald mehr, ja, mehr Seelenfutter von Travis Baldry erscheinen wird. Und die nächste Neuerscheinung, die zwar erst am 26. Juni, ja, uns bereichern wird, ist Emily Wildes Atlas der Anderswelten. Das ist der zweite Teil in der Emily Wildes Enzyklopädie der Feen-Reihe. Ja, ich glaube, das hier ist eine direkte Fortsetzung, weil vom Klappentext her scheint es, als würde, ja, als würde die Reise direkt weitergehen. Deswegen nichts zu diesem Buch, sondern eher zum Vorgänger Emily Wildes Enzyklopädie der Feen. Und zwar hat mir das Buch sehr, sehr gut gefallen. Das ist jetzt im 2023 erschienen. Und da, ja, haben wir eigentlich Fae-Fantasy der etwas anderen Art, weil es ist schon sehr mythologisch und sehr folkloristisch angehaucht. Und zwar geht es um Emily Wilde. Sie ist eine Feenforscherin und sie, ja, geht auf eine Insel namens Ljosland, war das, glaube ich. Die Insel gibt es, soweit ich weiß, nicht wirklich. Und auf jeden Fall will sie da in einem kleinen, verschneiten Dorf, ja, die Feen und das lichte Volk untersuchen. Zusammen mit ihrem akademischen, ja, schon eher Rivalen, ja, der da sie auf der Reise begleitet. Das Ganze wird ziemlich gefährlich, in ein wunderschönes, verschneites Setting gehüllt.
war ein absolut fantastisches Buch. Deswegen freue ich mich auf den zweiten Teil. Den werde ich auf jeden Fall ebenfalls lesen, auch wenn es doch noch einige Monate hin ist, bis der erscheinen wird. So, Freunde, dann kommen wir zu den Einzelbänden, die neu erscheinen werden nächstes Jahr. Und starten wir doch gleich mal mit einem meiner Lieblingsverlage, und zwar dem Vesta Verlag. Und zwar erscheint am 29. Januar, nicht mehr lange hin, Die Geisterflöte von Rebecca Netley. Das ist die deutsche Übersetzung des englischen Buchs The Whistling. Und ich habe von The Whistling aus dem englischsprachigen Bereich schon so viel Gutes gehört. Und es hat tatsächlich einen Moment gedauert, bis ich die Connection zwischen The Whistling und der Geisterflöte gemacht habe. Und als ich dann gesehen habe, dass es die deutsche Übersetzung von The Whistling ist, habe ich mich gleich noch viel, viel mehr gefreut. Denn hier haben wir einen, ja, historischen Grusel-Thriller, so wie es scheint. Und ich werde euch hier mal so ein bisschen vorlesen. Hier steht: Wenn man sie hört, ist es schon zu spät. Skeldsea 1860, eine windgepeitschte Insel vor der schottischen Küste. Elspeth Swanson wird dort als Kindermädchen für die kleine Mary eingestellt. Mary hat seit dem plötzlichen Tod ihres Zwillingsbruders William kein Wort mehr gesprochen und das Schweigen des Mädchens ist nicht das einzige Rätsel. Doch im Herrenhaus spricht niemand darüber. Im Dorf hingegen wird gemunkelt, dass Williams Sturz von den Klippen keinesfalls ein Unfall war. Ja, ich erzähle euch jetzt nicht den ganzen Klappentext. Auf jeden Fall haben wir hier ein Geisterhaus, hoffe ich, an einer sehr besonderen Lage, an der Küste, am Meer. Ja, und eine Frau, die in ein Haus kommt, in dem es diverse Erscheinungen gibt. Und ich gehe mal davon aus, dass wir dann mit ihr zusammen auf des Rätsels Grund gehen werden. Es ist einfach ein Buch genau nach meinem Geschmack. Ihr wisst alle, auf diesem Kanal hier lieben wir Geisterhäuser und ich freue mich so, so sehr auf dieses Buch und vor allem wird es in, ja, einem guten Monat erscheinen. Ich freue mich so darauf. Dann als nächstes haben wir Was die Toten bewegt von T. Kingfisher. Ich bin ehrlich, ich habe noch nie etwas von T. Kingfisher gelesen. Ich habe aber bis jetzt nur Gutes über sie gehört. Vor allem, wenn man eben so ein bisschen skurrile, horrorartige Bücher mag. Das ist ja total mein Ding. Deswegen hoffe ich, dass ich nächstes Jahr mit T. Kingfisher endlich mal, ja, ein paar Erfahrungen machen werde. Und zwar, Was die Toten bewegt, erscheint am 6. Mai, geht noch eine Weile. Und das soll eine Neuerzählung von Der Untergang des Hauses Usher sein, also ein Buch von Edgar Allan Poe, den ich sehr, sehr mag. Wenn ihr schon Bücher von T. Kingfisher gelesen habt, lasst mir sehr, sehr gerne eure Meinungen unten in den Kommentaren. Sagt mir auch, welche Bücher ihr gelesen habt. Ja, auf dieses Buch hier freue ich mich ganz besonders, weil ich die Geschichte vom Untergang des Hauses Usher halt sehr mag von Edgar Allan Poe. Ja, und ich bin einfach sehr gespannt, was T. Kingfisher aus dieser Geschichte herausholt. Vor allem ist es auch nicht ein unglaublich dickes Buch, soweit ich weiß, mit seinen 192 Seiten, die perfekte Horrorlektüre für zwischendurch. Ja, ich freue mich wirklich sehr, sehr, sehr auf dieses Buch. Und wie gesagt, wenn ihr Erfahrungen mit T. Kingfisher bereits habt, lasst es mich sehr, sehr gerne wissen. Ich bin gespannt auf eure Meinungen. Das nächste Buch, auf das freue ich mich unglaublich. Und zwar ist es ein neues Buch von Silvia Moreno-Garcia, und zwar Silberne Geister, das am 3. April erscheinen wird. Das hier ist die deutsche Übersetzung von Silver Nitrate. Und irgendwie habe ich das Gefühl, das englische Original ist auch erst vor einem Monat erschienen. Also die Übersetzung, die kommt jetzt wirklich recht zackig. Silberne Geister klingt einfach nach einem Buch, das mir unglaublich gut gefallen wird. Weil die Überschrift hier ist: bedrohliche Seancen, hochentzündliche Filmrollen und ein untoter Okkultist der Nazis. Und mittendrin eine ungewöhnliche Protagonistin mit einer Vorliebe für Horrorfilme. Ja, hi, it's me. Mit Silvia Moreno-Garcia habe ich bis jetzt unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Mexican Gothic, ihre erste Übersetzung, war fantastisch. Ich liebe das Buch. Danach habe ich noch Die Tochter des Dr. Moreau von ihr gelesen. Das war so ein knappes 3-Sterne-Buch, fand ich ein bisschen langweilig und sehr vorhersehbar. Aber in diesem Buch hier, ja, es geht um einen Nazi-Okkultisten, was auch immer das genau heißen mag. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Es geht um alte Horrorfilme. Ja, das klingt einfach wirklich nach einem Buch, das mir sehr, sehr gut gefallen könnte. Und ich hoffe, Silvia Moreno-Garcia hat da was ganz, ganz Tolles draus gemacht. Bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt auf dieses Buch, weil sobald es um alte Horrorfilme geht, bin ich komplett dabei. Ich liebe das.
Als nächstes ein Buch, auf das ich so gespannt bin, weil ich das eigentlich schon auf Englisch lange lesen wollte. Und zwar Der Tod der Jane Lawrence von Caitlin Starling. Ja, das ist ein Schauerroman, ein Gothic-Fantasy-Roman, also es klingt genau nach meinem Geschmack. Und dieses Buch erscheint am 28. Februar, gar nicht mehr so lange. Und zwar ist hier die Überschrift: Er hütet Geheimnisse, sie seziert sie. Ein moderner Schauerroman mit Medizinsetting und übernatürlichem Twist. Was steht hier sonst noch? London, Nachkriegszeit. Jane hat ein besonderes Faible für Mathematik. Deshalb rechnet sie sich aus, dass ihre Chancen auf persönliche Unabhängigkeit steigen, wenn sie selbst einen Heiratskandidaten bestimmt. Ihre Wahl fällt auf den in sich gekehrten und an Jane wenig interessierten Dr. Augustine Lawrence. Als dieser in die Ehe einwilligt, ihr aber verbietet, auch nur einen Fuß in sein Anwesen außerhalb der Stadt zu setzen, in dem er jede Nacht verbringt, wird Jane klar, dass das Erlernen des blutigen Arzthandwerks nichts ist im Vergleich zu dem, was des Nachts auf Lindridge Hall vor sich geht. Klingt sehr spannend. Ich bin sehr interessiert. Ich bin so froh, dass dieses Buch auf Deutsch übersetzt wird. Lasst mich mal wissen, klingt das für euch nicht auch sehr gut? Okay, Freunde, ich glaube, ich muss mich ein bisschen beeilen, sonst sind wir morgen noch hier. Das nächste Buch wollte ich eigentlich auch schon auf Englisch lange lesen. Jetzt erscheint es tatsächlich auf Deutsch. Und zwar ist es One Dark Window, Die Schatten zwischen uns, von Rachel Gillick. Und das Ganze erscheint im Lux Verlag. Lux hat sich in letzter Zeit und in den kommenden Monaten einige Bücher unter den Nagel gerissen, die ich jetzt nicht unbedingt in dem Verlag erwartet hätte. Aber auf jeden Fall, One Dark Window ist, soweit ich weiß, auch so ein Horror angelehnter Fantasy-Roman. Und zwar steht hier: Hüte dich vor dem Nebel und dem Geruch von Salz. Wer von der Magie befallen ist, die im Nebel von Blunder lauert, wird von der Königsgarde vernichtet. Doch Elspeth Spindle lebt, dank des düsteren Wesens, das in ihrem Geist gefangen ist und ihr enorme Kräfte verleiht. Eines Nachts begegnet sie im Wald einem geheimnisvollen Mann. Ravi Yu, Hauptmann der Königsgarde, will den Fluch des Nebels brechen. Dazu benötigt er 12 magische Karten, die nur Elspeth finden kann. Und so muss sie nicht nur dem Mann vertrauen lernen, den sie als ihren größten Feind sah, sondern sich auch der Anziehung zwischen ihr und Ravi stellen. Könnte eine Liebesgeschichte sein, könnte keine sein. Auf jeden Fall bin ich sehr gespannt, habe ich es schon gesagt. Das Buch erscheint am 28. Juni, also geht auch noch eine ganze Weile. Aber ich bin trotzdem einfach so froh, dass das Buch ins Deutsche übersetzt wird. Auch wenn ich vielleicht das Englische lesen werde, weil das Englische hat ein viel schöneres Cover. Danach haben wir ebenfalls im Lux Verlag mein Jahreshighlight 2023, das auf Deutsch erscheint. Und zwar Divine Rivals von Rebecca Ross. Das Buch erscheint am 19. März und Freunde, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie glücklich ich darüber bin, dass ihr das Buch auf Deutsch bald alle auch lesen könnt. Weil Divine Rivals ist so ein wundervolles Buch. Ich liebe es abgöttisch. Ich habe es dieses Jahr zweimal gelesen. Ich freue mich so auf die Fortsetzung. Divine Rivals ist ein Fantasy-Roman, der so in einem London-inspirierten Land, in einem so an die 1920er, 1930er Jahre angelehnten Setting spielt. Und es geht in dem Buch eigentlich um so viele Sachen. Es geht um magische Briefe, es geht um magische Schreibmaschinen, es geht um die Verbindungen zwischen zwei rivalisierenden Journalisten und schlussendlich geht es auch um einen Krieg, der wütet. Denn in dem Land, wo wir sind, in Divine Rivals, gibt es Götter und die Götter bekriegen sich und haben halt die Menschen aufgefordert, Armeen zu bilden und für sie zu kämpfen. Und Iris und Roman, die Protagonisten in dem Buch, die rivalisierenden Journalisten, gehen an die Front als Kriegsreporter. Ja, das klingt jetzt zunächst mal ein bisschen ominös. Als ich das Buch begonnen habe damals, habe ich mir auch gedacht, auf was lasse ich mich da ein? Aber das Buch hat mich von A bis Z komplett abgeholt. Es war so wundervoll. Und Leute, 19. März, schreibt euch das Datum hinter die Ohren. Divine Rivals, lest es und liebt es genauso sehr wie ich. Als nächstes wieder eine Übersetzung aus dem Englischen und zwar Belladonna, die Berührung des Todes, erscheint am 5. Januar, also bestellt es schon mal vor, wenn ihr interessiert seid. Das Buch ist von Adeline Grace, es ist der Beginn einer, ich glaube, Trilogie. Es geht, soweit ich weiß, um Pflanzenmagie, was ich sehr interessant finde. Und das Buch, auf das habe ich im englischsprachigen Bereich auch schon so lange ein Auge geworfen.
Jetzt erscheint es auf Deutsch, ich muss es nicht mehr auf Englisch lesen. Und zwar ist hier die Überschrift eine verbotene Liebe und ein Geheimnis, das alles zerstören könnte. Signa ist vom Tod berührt. Seit ihre Eltern gestorben sind, glauben ihre Verwandten, dass sie verflucht ist. Bis Signa eines Tages von ihrem Cousin in das wunderschöne Herrenhaus Thorn Grove eingeladen wird. Die rauschenden Bälle und eleganten Gäste faszinieren Signa, doch der Glanz verbirgt ein düsteres Geheimnis. Die Tochter des Hauses, Blythe, wurde vergiftet und der Täter steht der Familie näher als vermutet. Klingt nach einem ganz, ganz tollen Mystery-Buch. Ich freue mich sehr darauf. Als nächstes haben wir God Killer von Hannah Kaner. Bei diesem Buch habe ich ehrlich gesagt auf Instagram schon 1 Million Mal das Cover gesehen, habe mich nie mit dem Klappentext beschäftigt, sondern einfach gedacht, das Buch will ich lesen. Und ja, der Klappentext, also die Überschrift, zeitgenössisch und episch, eine neue fesselnde High-Fantasy-Reihe mit modernem Twist. Und zwar geht's um eine Frau, die Götter tötet, ein brotbackener Ritter und ein adliges Mädchen mit einem Gott im Gepäck. Ja, ein sehr, sehr ungleiches Gespann, würde ich jetzt mal sagen, die zusammen auf ihr Abenteuer geschickt werden. Ja, eine Götterschlechterin und ein Mädchen, das halt einen Gott dabei hat, könnte ein bisschen kritisch werden. Auf jeden Fall, das Cover ist wunderschön, der Klappentext schaut sehr vielversprechend aus. Ich habe sehr viel Gutes über God Killer gehört und ich hoffe sehr, dass ich das lesen werde. Das Ganze erscheint am 1. Februar. Lass mich mal wissen, werdet ihr es auch lesen? Das nächste Buch, bleiben wir ein bisschen in der Fantasy-Ecke, ist Ray Bearer, der erste Teil, Die Masken der Ayetoro von Jordan Ifueko. Das hier ist ein von afrikanischer Mythologie oder von afrikanischen Welten inspiriertes Fantasy-Buch. Das Buch schaut wunderschön aus und ich weiß ehrlich gesagt noch gar nichts über dieses Buch, beziehungsweise ich habe noch gar keine Meinungen dazu gehört. Aber dieses Buch hier hat den Klappentext. Seit frühester Kindheit wurde sie darauf vorbereitet. Endlich zieht Tarizai in die Hauptstadt des Königreichs, um von dort eine von 11 Vertrauten des Kronprinzen Dayo zu werden. Sie, die in kompletter Isolation aufgewachsen ist, findet dadurch die Gemeinschaft, nach der sie sich immer gesehnt hat. Doch die neue Position gibt ihr auch Macht, die Macht, Dayo zu töten. Genau das ist der magische Wunsch ihrer manipulativen Mutter, der Tarizai als Kind eingepflanzt wurde und dessen grausame Magie sie gefangen hält. Wird Tarizai stark genug sein, die zu verteidigen, die sie liebt? Das klingt auch so nach einem Buch, dessen komplettes Potenzial sich erst entfaltet, wenn man es wirklich liest, weil der Klappentext so ein bisschen, könnte jedes anderes Buch auch sein. Versteht ihr? Aber ich bin sehr gespannt drauf. Wenn ihr die Originalsprache schon gelesen habt, lasst mich gerne wissen. Das Ganze erscheint am 31. Mai und es sieht wunderschön aus. Das nächste Buch, es ist unglaublich schön und zwar Curious Tides von Pascal Lasselle, erscheint am 27. März und das hier ist ein Dark Academia Fantasy-Buch. Dark Academia Fantasy ist ein Thema, das mich grundsätzlich sehr, sehr interessiert, das ich aber sehr selten lese. Und ich hoffe, mit diesem Buch wieder mal ja, so ein bisschen in diese Welt abdriften zu können. Und zwar steht hier ein Roman wie eine Flutwelle, bildgewaltige Dark Academia Fantasy um eine junge Mondmagierin. Da geht es hier um Emery, was ein wunderschöner Name ist. Emery war bisher höchstens eine mittelmäßige Heilerin und dass sie den Platz am renommierten Eldrin College für Mondmagie ergattert hat, verdankt sie allein ihrer besten Freundin Romy. Romy war immer die mächtigere Magierin, die klügere, die hübschere, der niemand widerstehen konnte. Doch nun ist Romy tot. Ertrunken in einer Meereshöhle bei einer dummen Mutprobe zusammen mit 8 anderen Erstsemestern. Nur Emery hat überlebt und seither hat sich ihre Magie in etwas Mächtigeres, Dunkles verwandelt. Niemand darf je davon erfahren, doch die Blicke des undurchschaubaren Kieran treffen Emery mitten ins Herz. Ahnt er was? Es klingt sehr spannend, es ist absolut wunderschön. Ich hoffe, irgendwie erhoffe ich mir einfach, dass sich das Ganze so ein bisschen in die Erin Morgenstern Richtung, ja, begibt, also so vom Schreibstil und von der Atmosphäre her. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ja, das nächste Buch, das werdet ihr wahrscheinlich alle irgendwie schon auf Instagram gesehen haben. Und zwar erscheint von Leigh Bardugo, Der Vertraute, und zwar am 2. Mai. Und das hier ist historische Fantasy mit einer magischen Liebesgeschichte.
Ja, soweit ich weiß, ist das hier mal eine Geschichte von Leigh Bardugo außerhalb des ganzen Grisha-Verses. Ich habe noch nie ein Buch von Leigh Bardugo gelesen. Das hier wird hoffentlich mein erstes sein. Und zwar, ja, haben wir hier die Überschrift: Magie, Alchemie und ein unsterblicher Vertrauter mit einem tödlichen Geheimnis. Packende historische Fantasy voller Romantik von der Königin der Fantastik Leigh Bardugo. Den ganzen Klappentext tue ich euch jetzt nicht an, der ist ziemlich lang, aber historische Fantasy ist sowieso total mein Ding. Ja, ich freue mich sehr auf das Buch. Als nächstes ein Buch, das ich persönlich wahrscheinlich nicht lesen werde, aber ich habe das Gefühl, dass es einigen von euch sehr zusagen könnte. Und zwar haben wir hier von Judith C. Vogt und Christian Vogt von einem Autorenduo, Ich Hannibal. Das Buch wird am 31. Mai erscheinen und es ist eine Neuerzählung von Hannibal oder über Hannibal. Das Ganze hier geht wieder so ein bisschen in die Neuerzählungsspalte von antiken Mythen und Sagen oder antiken, also Personen aus der Antike. Was mich an diesem Buch allerdings ein bisschen stört, auch wenn das gerade der Clou an dem Buch ist, ja, es geht hier um Hannibal, die Armee Karthagos, die aufbricht, um Rom zu erobern, halt so der, ja, das Ding, wie das damals halt so war. Aber Hannibal ist halt eine Frau. Deswegen werde ich das Buch wahrscheinlich nicht lesen, weil, keine Ahnung, ich bin irgendwie einfach nicht so ein Fan vom Klappentext von dem Buch und dass Hannibal jetzt halt einfach zu einer Frau gemacht wird, damit man eine starke Protagonistin in eine Geschichte einpflanzen kann. Keine Ahnung, weiß ich noch nicht, bin ich irgendwie wirklich nicht so überzogen von. Aber das ist ein Buch, das wahrscheinlich vielen von euch zusagen wird. Deswegen, ja, 31. Mai, haltet mal die Augen offen, wenn euch das interessiert. So, dann haben wir hier nochmal einen historischen Roman und zwar das Lied des Schwanenritters von Birgit Jasmund. Das erscheint am 15. Mai und das hier ist eine Neuinterpretation der Schwanenrittersage. Das ist eine Sage, ja, aus dem Mittelalter, das so in dem burgundischen Niederlande spielt, also so ein, ja, Teil des mittelalterlichen Sagenguts ist, sage ich jetzt mal. Und zwar, ja, das Buch hier wird am 15. Mai erscheinen. Ja, ah, hier steht es ja, ein Retelling der mittelalterlichen Lohengrin-Sage. Das ist ein Buch, das ich sicher lesen werde. Zum einen ist das Cover wunderschön, zum anderen die Sage. Ich kenne die eigentlich nur so in ganz, ganz groben Zügen, aber ja, ich ja, hätte sehr gerne eine Romanadaption davon, um mir ja ein besseres Bild davon machen zu können. Und ganz ehrlich, so mittelalterliche, frühmittelalterliche historische Romane, ich mag die einfach. Deswegen lasse ich euch das Buch gerne da. Es klingt sehr interessant. Ja, das nächste Buch ist ein wahrscheinlich etwas untypisches Buch für mich, aber ich möchte es euch trotzdem zeigen. Und zwar ist das I Fell in Love with Hope von Lankali. Heißt die Person nur Lankali? Auf jeden Fall erscheint das Ganze am 29. Februar. Und das hier ist der emotionalste BookTok-Erfolg des Jahres, endlich auf Deutsch. Das Buch klingt ganz ehrlich nicht unbedingt nach einem Buch, das mich jetzt sofort anziehen würde. Aber der Klappentext hat mir so die Gefühle von Das Schicksal ist ein mieser Verräter gegeben von John Green. Und ich fand das Buch damals so, so toll. Das hat mich so berührt. Und ich denke immer noch so oft an dieses Buch. Deswegen ist I Fell in Love with Hope ein Buch, das ich sicher auch lesen werde. Und zwar ist hier der Klappentext: Ein Krankenhaus, vier todkranke Jugendliche und die Hoffnung, die immer bei ihnen ist. Poetisch, sanft, schmerzhaft, direkt und voller roher Gefühle. Nach einem unfassbaren Verlust hat Sam sich vorgenommen, nie wieder zu lieben. Im Krankenhaus lernt Sam Neo kennen, einen todkranken, schlecht gelaunten Jungen, der eigentlich nur schreiben möchte. Sony, ein Mädchen mit nur einem Lungenflügel. Kerr, einen sanften Riesen mit einem versagenden Herzen. Gemeinsam versuchen sie, sich zurückzuholen, was die Krankheit ihnen genommen haben, zu erleben, was sie nicht wie andere Jugendliche erleben dürfen. Die Freundschaft hält sie zusammen und doch haben sie die Endlichkeit stets vor Augen. Es klingt einfach wunderschön, es klingt todtraurig und es klingt nach einem Buch, das mir trotz allem gefallen könnte. Deswegen 29. Februar, I Fell in Love with Hope. Ja, Freunde, das war jetzt ein etwas längeres Video. Lasst mir sehr, sehr gerne in den Kommentaren auf, welche Bücher ihr euch freut, welche Bücher ihr vielleicht schon gelesen habt. Wenn ihr einige schon gelesen habt, dann lasst sehr, sehr gerne eine kurze Rezension da, bitte ohne Spoiler. Aber es würde mich sehr interessieren, was ihr zu den Büchern denkt. Und ja, lasst mich mal wissen, werdet ihr irgendeines davon auch auf eure Leseliste setzen? Weil außer Ich Hannibal
habe ich alle Bücher auf die Leseliste gesetzt, weil es sind wirklich ein paar der Bücher, die ich unbedingt lesen will, neben all den tausend anderen vielversprechenden Neuerscheinungen, die es noch geben wird dieses Jahr, also nächstes Jahr. Ja, Freunde, das war eine kleine Auswahl von Büchern, auf die ich mich freue. Lasst sehr, sehr gerne ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert den Kanal sehr gerne, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen werden. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, fühlt euch gedrückt und wir sehen uns sehr bald. Ciao, Freunde!